Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Lala ist nicht am Funkgerät, sie ist verärgert. Ha! Huh. Okay. It isn't real. Oben wäre auch noch was. Ich laufe in die komplett falsche Richtung. Ich muss in die Richtung laufen. Irgendwie habe ich den Weg verpasst. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Na gut. Komme ich da noch nicht durch. Da war die Höhle verschlossen, genau. Na gut. Gehen wir da mal hin. Aber das klingt dann ja schon wieder ein bisschen seltsam. Das war jetzt ein sehr komisches Gespräch, was sie da hatte. Das klang wirklich seltsam. Naja. Dann war die Abkürzung da unten. Irgendwie komisch. Ich werde angegriffen, dann habe ich so ein Gefühl, dass da jemand über mich spricht. Dann habe ich da so das Gefühl. Das ist sehr, sehr strange. Sehr, sehr strange. Es sieht auf jeden Fall sehr. Bisschen strange, das Ganze. Naja, so, jetzt sind wir wieder bei der Höhle.
Da wird es wahrscheinlich noch kälter drin sein. Tür ist ja immer noch zu. Oh, jetzt habe ich das Schild kaputt gemacht. Ich glaube nicht so gut, dass ich das gemacht habe. Naja. So, jetzt laufen wir nach Norden, ja. Wo muss ich denn eigentlich jetzt genau hin? Ah ja, zu den Telefonleitungen. Telefon, da sind auch eingezeichnet. Ja, genau. Hier durchgehen ist halt sehr strange auch wiederum. Aber ich habe etwas weiten Weg vor mir. Okay, alles klar, dann mal los. Hoffen wir mal. Hä? Lücke im Gebüsch. Mhm. Okay. Telefonleitungen gefunden. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. You just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in ship shape. Mm-hmm. War doch noch was anderes, was ich gerade eben noch hatte. Da, ja. Okay. Ich hätte einfach nur zuhören sollen, das nicht ansprechen sollen vorhin. Hätte ich eine andere Gesprächsabteilung gehabt. Oh, noch ein Strommast. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just... seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Oh ja. Da sind die kaputt. Ich seh's. Muss ich jetzt wirklich bis nach da hinten laufen? Ich seh's doch schon von hier aus, dass sie nicht in Ordnung sind. Hier war doch wieder was, wo ich was mehr hätte melden können. Bin ich jetzt doof? Was war das denn? Hm. Also ich sehe ja jetzt schon, dass sie kaputt sind. Yeah, okay, the wire's down here. Really? Awesome. Good find. It's like, I don't know, a mile and a half east of me. You just follow the trail up the hill, you can't miss it. I'll go see what the damage is. Eine Schildkröte. Oh. Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody'll mind. Now, what do I call it? Looks like a Oh, this ought to be good. Bucket Junior. Perfect. I think so. Doch.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha, Achievement. Ein Herz für Schildkröten. Okay. Oh, ich habe eine Schildkröte. Oh. Hm, okay. So, was war das? 1, 2, 3 und 4. Irgendwann passt das bestimmt nicht mehr. Und dann sagt er, oh, ja, hier ist der Code anders. Information abschreiben, vielleicht ganz gut. Karte aktualisiert, sehr gut. The Mule Point and Two Fox Lookout, okay. The Thunder Canyon. Mhm. Oh, eine neue Nachricht. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Warte, wo kann ich das jetzt, mit welcher Taste kann ich das nachlesen? Mit Tab, ja, mit Tab. 7.7.86. Hey, man, couldn't take it, ja. Das ist nochmal eine Zeit später. Hi, Dave, ich habe gelesen, dass du mir was Wichtiges mitteilen willst. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Hab dich den ganzen Tag lang gesucht und gedacht, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen. Amigos. Professionelles. Professionales. Oh Gott. Aber wenn du jemand brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten und in der Vergangenheit zu schwelgen, sag Bescheid. Nur Lebensweisheiten habe ich keine. Du verstehst schon. Bis bald, Ron. Hm. Da haben wir eine Pflanze. Das sieht aus wie die linke hier, würde ich fast sagen, ja. Warum legt man hier Kieferzapfen hin? Vielleicht was verst... Ein Brett. Das war's drunter. 6 Meter unterm Australiens. Da ist ein Buch. 6 Feet Down Under, Richard Sturgeson. 6 Feet Down Under, Richard Sturgeson, Detective Metal. Neil Black told him he'd never visit Australia, but when a grisly murder in South City leads all the way to Sydney Black, it determined to make her killer said the day to justice. The critics have over crime by them. Ein Crime-Buch. Das ist interessant. Aber warum wird das hier versteckt? Noch mehr? Ich meine, warum hat denn da jemand das darunter versteckt? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich kann es aber auch jetzt nicht einsacken, ne? Ne, das geht nicht. Das ist ein bisschen schade. Ne, ich kann das nicht konfiszieren. Ich kann damit nichts machen. Ich kann das auch nicht melden. Was ich sehr seltsam finde. Hm, okay. So, ich bin da. Hm, da wäre noch ein Cache tatsächlich. Na gut, ich will ja die Telefonleitung reparieren. Das heißt, ich muss da hoch irgendwie. Wie auch immer ich das alleine machen soll, ehrlich gesagt. Was Six Feet Murder Under? Klingt fast so, als hätten die was umgebracht, oder geht's hier auch nach einem Mord? There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. These fucking kids.
How can these girls be so stupid? Trust me, I never underestimate the stupidity of a drunk teenager. Also, I never underestimate the balls of a drunk young woman, having been one. Okay. Noch mehr Bierdosen. So viele Bierdosen. Hm, ist hier was? Nee. Nee, hier ist nichts. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Go to hell, okay? Oh, yeah? Hey, I came out here for some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Ah. Ja, jetzt, wie reparieren wir das jetzt? Folge also jetzt der Bierspur, der Bierdosenspur. Cool. Wo kommen wir denn da aus? Da lang gehen. Das ist ein Supply Drop. Viele Dosen drauf, müssen ja eigentlich stockbesoffen sein. Da geht's, okay. Also, wir sind jetzt dort. Supply Drop geht nach rechts, links wäre eine Cache. Geh mal zum Supply Drop, glaube ich, zuerst. Das ist schon tief, ne? Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. Well, hopefully that doesn't happen before you find these assholes.
I was thinking you should probably head back to where you saw him last. Wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Naja, das wäre dann ja hier unten. Relativ weiter Weg. Ich gucke aber erstmal, was da oben ist beim Supply Drop. Das interessiert mich. Two four fire lookout und supply drop. 60 Fuß. Warum baut man hier eigentlich ein paar Zäune und ist so unrealistisch irgendwo? Aber okay. Versorgungskiste, die machen wir jetzt mal auf. Moss Peak. Nix drin. Two Forks. Nix drin. Spruce. Nix drin. Ja, toll. Hier ist ja nichts drin. Könnte ich jetzt einfach zum anderen Lockout gehen? Geht das? Schauen wir mal. Wo wäre das denn? Das wäre dann hier links, ne? Einfach, ja. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Oh, okay. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado! I gotta get out of here! A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in! Tom, Two Forks sees a tornado! He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Oh, Mann, oh. Auch Seilbahn fahren. Aber inwiefern kann das denn gelockt sein? Das müssen wir doch einfach nur... Das klingt jetzt nicht so, als wäre das so unmöglich. Also sieht nicht so aus, aber egal. Gut, können wir nicht benutzen. Alles klar. Kommen wir vielleicht noch zu. Schauen wir mal. Wir wissen ja noch nicht so ganz, worum es eigentlich geht. Ja, wir haben eine Freundin. Ich weiß gar nicht, haben wir geheiratet? Ich glaube, ich trage einen Ring, oder? In einer Szene habe ich, glaube ich, einen Ring gesehen. Verheiratet, ja. Frau hat Demenz. Wir haben sie in ein Heim gesteckt und besuchen sie nicht mehr. Oder immer unregelmäßig. Wir können das nicht mehr ab. Und mehr oder weniger abgehauen. So. Und machen das hier, um mal was anderes zu machen. Oh. What the fuck? Was ist das? There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Brian Goodwin. Haben Fotoapparat gefunden. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used three or four. Neato.
Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Okay. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. Okay. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. It took off halfway through the summer. Is Ned that guy from the note I told you about? About the guy leaving his post? Oh, could be, yeah. But I think at one point they just realized this job wasn't for them. For Brian, at least. Huh. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein Seil. Oder mehrere Seile zumindest. Nett aus der Nachricht. Nett aus der Nachricht. Aber hier ist nur Dave. Und Ron. Ron Dave. Jetzt bin ich verwirrt. Aber okay. Schauen wir mal weiter. So, diesmal bitte das Seil nicht reißen, das wäre super. Ach, ich brauche noch ein Seil. Alles klar. Warte, da war irgendwas. Ich hätte melden können. Ah, oh, das ist eine Rauchsäule. Oh, das Rauch. Really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Puh. Okay. So, dann haben wir hier einen Supply Drop. Gucken wir mal, was wir da drin haben. Vielleicht muss ich noch, dass hier eine Leiche mir entgegenspringt oder so. Versorgungskiste. Jetzt. Das ist ja interessant. Eine neue Nachricht. Okay. Hi Dave, rate mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein, nicht dieser Schlappschwanz von Steve, sondern ich, Ron, höchstpersönlich. Ich war auch oben bei Two Forks, um mir den Neuen anzusehen. Habe dann gehört, wie er mit sich selbst redet. Also mehr als üblich für einen Brandwächter. Moment. 16. 6. 6. Ah, okay. Und beschloss, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chinney Rock dabei beobachtet hast, wie er sich auf der Hängematte mit sich selbst vergnügt hat? Ich glaube langsam, die bei der Forstverwaltung nehmen nur Geistesgestörte und Perverse. Außer uns natürlich. Wir sind die Creme de la Creme. Stolz wie auf Debian. Stoßen wir auf Debian. Okay.